keine Ahnung, wie viele Kilometer das ich unterwegs war. Ich weiß nur, dass bei meiner Zugreise von Österreich bis Bangkok mit Schleifen über Japan und so weiter, dass ich rund 27.500 Kilometer damals unterwegs war. Aber nachdem ich jetzt doch schon viermal auf unterschiedlichen Strecken mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren bin, weiter durch China mehrmals und regelmäßig in Südostasien und dann natürlich in Europa, keine Idee, wie viel das ist. Mein Name ist Gerhard Liebenberger und ich reise mit dem Zug so richtig weit und berichte darüber auf andersreisen.net und auf YouTube. Meine erste richtig große Reise ist hier am Hauptbahnhof gestartet in Salzburg. 26 Tage war ich unterwegs bis nach Peking in China. Meine erste richtig lange Zugreise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Damals wollte ich eine kurze Auszeit. Niemand wollte mitreisen, weil es zu kalt ist und zu weit ist. Und während dieser Reise habe ich dann festgestellt, dass man da keinesfalls allein ist, sondern sehr offen ist anderen Menschen gegenüber. Und irgendwie war ich da von diesem Reisevirus dann infiziert und habe beschlossen, gut, es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss meinen Job kündigen. Und Schritt für Schritt hat sich dann das Andersreisen.net-Blog daraus entwickelt. Die ersten Geschichten von unterwegs, die waren einfach nur für Freunde geschrieben. Da habe ich dann festgestellt, hey, da lesen Leute mit, die ich gar nicht kenne. Das interessiert viele andere auch und bis heute ist es so geblieben. Ja, der Lockdown, der erste Lockdown hat wirklich ziemlich viel verändert und es hat sich eigentlich mein ganzes Leben verändert. Obwohl ich die Hoffnung gehabt hätte nach Corona, dass es wieder leichter wird mit den langen Zugreisen. Umgekehrt habe ich viele Orte kennengelernt und Gegenden, die ich sonst wahrscheinlich nicht so intensiv bereist hätte. Linz von oben ist heute das Thema. Ausflugsziele in Graz nach Innsbruck, da kommst du ganz leicht mit dem Zug. Man fährt tausende Kilometer, um irgendwas Besonderes zu erleben und stellt dann fest, dass man das, was vor der Haustür ist, nicht gesehen hat oder vielleicht sogar nicht sehen wollte, weil man den Blick nicht drauf gehabt hat. Es ist spannend, wie lang es dauern wird, bis man überhaupt wieder mit dem Zug so weite Reisen unternehmen kann, dass man hier in Österreich in den Zug einsteigt und dann in Singapur wieder aussteigt. Und das ist für mich eigentlich das Reiseerlebnis von der Eisenbahn, was ich so gern mag. Einfach dieses Reisegefühl spüren und zu merken, man ist unterwegs.